Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Wir sind immer noch in der alten Aufnahmesession, sprich von der Folge davor. Es sind immer noch dieselben Leute da und damit starten wir auch schon wieder mit einer neuen Map. Wir haben es ja schon angekündigt. Spielen bei Amsterdam und irgendwie ist bei mir hier so ein ganz schrecklicher, lauter Sound. Ja, höre ich auch. Und ich finde Ich keine meine. Waffen. Hallo, Louis. Oh Gott, oh, was bist du denn für eine? Warte mal, bleib mal stehen, bleib mal Ach, das stehen. mit der Wie U-Bahn. siehst du denn aus? Wie siehst du? Du schießt. Du schießt. Was? Du aber auch. Ich bin irgendwo, aber Gott. Oh mein nicht Gott, bei sind der die alle U-Bahn. Hä? hässlich. Wir sind alle hässlich. Wir sehen ein bisschen aus wie die Typen von Hitman. Oh Mann, hier macht jemand Werbung für Spar. Spar gibt's doch schon gar nicht mehr, oder? Kiosk ist zu. Krotte verkauft nix. Ja. Hör mal, wir haben ja nix. Wir haben ja nix. Hallo? Wir haben ja nix. Hallo. Hallo. Raus. Ah. Nehmen Sie Ihre Waffe da weg. Aha, Stu. Ah. Ah. Da wollt Ich bin ihr. bei Stu. Ich bin bei Ranga. Ich bin bei Ranga. Ach so, ich muss noch Ich mal. bin alleine, ich bin alleine. Wo ist Deiner. das? Wer Wo ist das? spielt denn mein Spray hin? Ich bin, ja. Oh, wir akzeptieren Visa und. Ma, es. Bin weg. Aber. Hallo. 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 Also ich bin hier bei Mascha, wenn ich gleich Jo. tot bin. Also Stefan ist Ich bei gehe Mascha auch einfach. Ja. Der verfolgt. Hallo. Alter, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ich will dich mal. Guck mir mal ins Gesicht, bitte, und nicht auf meinen Schritt. Der Shield. Ich guck dir auf den Kopf. Nein. Sieht aber mal aus wie Schritt bei mir vor. Ja. Alter. Du hast gerade auf meine Waffe geguckt. Deine Waffel. Auf meine Waffe. Ja, auf die Waffel. Na, Hallöchen. ihr wisst doch, was eine Waffel ist, ne? Hier gibt's Windows XP zu kaufen. Oh, Windows nice. 98. Echt? Ach, krass. Oh, Ja, hör mal, schlag zu, schlag zu. Ja, voll günstig und echt für die neuesten Modelle. Das ist, Ja, wer mehr schießt hier? braucht man nicht. Mehr braucht Also, man wenn nicht. du hier, wenn du einen Geldautomat betreiben willst, dann kommst du mit dem Stefan ist Windows bei XP mir gut übrigens. hin. Ja, finde ich auch. Au, au, au. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Cool. Ach so, ich Oh, hab mich voll schnell in erschrocken. die Häuser, meine Kinder, schnell in die Häuser. Ich bin schon drin. Nee, doch nicht, Oh, scheiße. hallo. Hallo, Stu. Hallo? Nein, ich komme Hallo. gar nicht rein in die Der Häuser. Was ist verfolgt das? mich. Ja, hallo, Stu. Ich bin bei dem Krachhaus, Du? scheiße. Hallo? Stefan, Hallo, du machst mir Stu. ein bisschen Angst. Oh, Es da hinten tut ist mir auch einer. leid. Da hinten ist Louis. Oh mein Gott! Mascha, Mascha, Mascha! Okay. Okay, Mascha töten. Mascha töten. Mascha hat einen Freibrief. Yippie! Zum Töten. Oh, wer ist das? Ach du, Alter, schreck mich nicht so. Oh! Schrei mich doch nicht so an, ey. Gar nicht so ein Gesicht machen. Bin bei Stefan. Echt? Und wo seid ihr? Nein, war nur Spaß. Ich will mit von der Party sein. Ich Marsha, fühle mich so allein. Du kriegst ein Dings. Du bist Dings. Ich krieg einen Keks? Nee, den kriegst du nicht. Oh, aber ich mag Kekse. Also ich glaube, du bist Trader. Hä, wieso? Ich hab dich voll am Leben gelassen. Ja, aber du hast, glaube ich, hier Louis getötet. Sie Wieso? sagte irgendwie noch so st und dann war auf einmal Ruhe. Ja, Wahrscheinlich weil ist sie wieder irgendwo einer von denen jetzt runtergefallen. gerade kam, wie eben. Naja. Aber sie hat auch seitdem nichts mehr gesagt, von daher ist das Weil schon ich ihr einen auffällig. Headshot gegeben habe. Toll. Als sie gerade mit Stu unterwegs war. Okay, also wer Marsha sieht. Gut, dann. Ja, gut, dass Mascha es ist, wissen wir ja. Wer lebt denn jetzt alles noch? Also ich bin so noch am Leben. Gott. Drei Minuten noch.
Wo seid denn ihr alle? Ihr seid doch am Arsch der Welt. Ja, Amsterdam, ne? Ich versteck mich. Dass du mich hier killst. Aha. Habe ich gerade jemanden gesehen? Wer war denn das? Deine Mutter. Mascha. Ja. Ja, na klar. Ich wollte. Verkauft er sich wieder in der Ecke, ey. Ja, ich wollte. Ich bin da wirklich rumgelaufen. Achso, okay. Ja. Ich wollte den auch den Schein dann von Stu lenken und habe deswegen gesagt, dass ich Kokolores einen Kopfschutz verpasst habe. Ja, als würdest du einen Innocent einfach als Traitor beschützen. Das war so. Ja. Ja, ihr habt euch eine Zeit lang einfach umwundert. Wir haben uns gegenseitig nicht gesehen. Ja. Ich dachte, wieder hat irgendwie Schatz gefunden. Nee, Stu und Stefan haben sich ganz oft umrundet. Das war total lustig. Ich hab doch deine Wärme gespürt. Und ich wollte hinten lang. Ich hab heute einfach so gar kein Aim. Oh, shit. Oh, Alter. Ich esse die ganze Zeit Nüsse. Gott. Ich hab's. Leute, du bist wie ich. Ich hab eine Sucht. Voll laut. Was? Du bist halt genauso schlecht drauf, wie ich immer bin. Also von daher, bei dir ist es nur heute. Ja, ich hoffe echt, dass es nur heute ist, nicht, dass ich meine. Oh, wir dürfen diese Nierencat-Waffe nie wieder benutzen, bitte. Ich verstehe mal Nierencat, ey. Nierencat. Ich verstehe gerade gar nichts. War so laut gerade. Der in diesem Beschießen hier, ne? Das war ich hab die Lüftungsschächte zerschossen. Ich bin innocent. Warum machst du das? Er hat gerade einen geschossen. Ich schieße. Ja, ich war. Ich hab die Waffe getestet. Ich lasse gerade explodieren. Hä, wenn ich gehe, hört es sich so an, als ob ich Stühle verrückte. Hast du die Explosionen gerade gehört? Ja. Bei mir kam kein Explosionssound. Hä, ich höre einfach gar nichts, weil ich halt echt so, als ob ich so einen Stuhl verrücke die ganze Zeit höre. Hm. Oh, lass es, geh weg. Ja, das ist aus diesem Laden, ist das, aus diesem Kuhgeschäft, da kommt dieser Krach her. Macht irgendwer den ganzen Scheiben kaputt? Achso, da oben der Ranger. Du? Ja, ich seh's du. Mein Gott. Ich bin hier beim Stefan übrigens. Stefan! Stefan ist. Ist es Stefan? Lebst du noch? Ja, er hat gerade auf mich geschossen. Ich bin nur noch. Hab nur noch 37, Alter. Wo denn? Ja, ich bin in so einem Geschäft drin. Ah. In welchem Geschäft? Ja, keine Ahnung. Das habe ich mir vorher nicht so genau angeschaut. Es gibt genug Geschäfte hier. Das ich war gerade. Ui. Sie ist tot. Irgendwie klang das gespielt gerade. Du bist bei mir. Bestimmt ist der Stefan tot. Wer hat mir sehen? Einer von beiden. Hier ist überall Blut. Ich bin in dem Haus, Stefan. Wo überall Blut ist. Ich bekomme dieses Geräusch einfach nicht mehr. Also entweder Louis töten oder Stefan, einen von beiden. Stefan ist tot. Was? Stefan ist tot, er war Verräter. Steht oben rechts. Ich hab dir jetzt gerade nichts gehabt, oder hab ich's übersehen? Alter, dieses Geräusch, ich werd verrückt. Louis ist auch tot, ja. Kannst du ihn wiederbeleben? Ranger found the. Nein, kann ich nicht. Von... Wieso nicht? Weil ich mir da schon wieder was gekauft habe. Ah, nein. Shopping Queen, weißt du? Ich hab mir hallo? Ich kann mir doch als Detective kaufen, was ich will. An Steam denken, Junge. Wiederbeleben. Ah, tot ist es! Was wär? Kröte! Wie Kröte wieder? Ist auch so ruhig die ganze Zeit. Wo ist denn? Alter, was rutscht denn da? Scheiße. Ah, ja, ich war Gott sei Dank in deren Nähe. Fuckers, anstatt Snickers, Fuckers und so eine Olle, die so einen Snickers lutscht. Alter, hier ist ja viel Blut. Guckt mal, was ihr hier angestellt habt. Chocolate Rain. Ich weiß nicht, wo ich vorhin Stefan getroffen hab, wie es da aussah. Das war so übel, ey. Ich hab noch gesehen, wie Stefan in die Ecke gekrochen ist, ey. Ja, ich kann in keinen Raum gehen, ohne dass ich hatte nicht mehr viel HP. Ja, so mein Vorteil. Ja, mir ist einfach beim Schießen auf Louis die Munition ausgegangen, so mittendrin, nicht so scheiße. Ach, shit. Ja, wo brauche ich gerade? Guten Tag. Ey, ich suche Waffen.
Und schießt ich durch. Auch, aber ich bin hier irgendwo. Die werden Fenster angezeigt, man kann aber durchschießen, ohne dass die Fenster kaputt gehen. Das ist doch mal geiles Glas. Ja, Panzerglas halt. Panzerglas, genau. Ich hab einen Crowbar, vielleicht geht's damit. Ja? Nö. Keine Kannst Ahnung, knicken. Wo ich hier lang komme. Wird auch nicht angezeigt, dass du da einen Hit hast oder so. Okay. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo und komme nicht weg. Bin immer noch bei Stu. Ich bin ja. Detective. Hat jemand, Alter, hat jemand Hunger auf Melone? Hallo, hat jemand Hunger auf Melone? Was? Möchte jemand Melone essen? Ja. Im Real Life Melonenlounge. Ja, nein, was? Ich habe hier eine Melone, die ich gerade mit dem Magnetostick in der Gegend trage. Ich habe nur eine Scheiße, ich habe noch keine einzige Waffe. Ich auch nicht, nur eine Pistole. Ah, erschreckend. Oh, jetzt ist die Melone kaputt gegangen. Was? Wo ist denn die Melone? Hier Scheiße, Mann. Irgendwer hat hier den Silent genommen. Ich glaube, es ist du. Hä? Du bist in ein Haus reingegangen. Ist in ein Haus reingegangen und ich höre die Silent noch und. Ach so, okay. Das weiß ich nicht, aber der war gerade die ganze Zeit bei mir und hätte mich erschießen können. Ich habe keine Waffe, muss ich ja, sagen. Ja, er wollte wahrscheinlich nur. Er wollte wahrscheinlich seinen Traitor-Kollegen nicht erschießen. Hahaha. Was hier labert. Also als Traitor hätte ich wahrscheinlich schon mindestens eine Waffe. Nehme ich die nie an! Nein, ich krieg langsam Ohrwurm davor, das ist kacke. Langsam, du hast schon längst ein. Ich bin echt null Waffen, es ist so scheiße, Mann. Ich sehe Kröte. Ja, ja, ich hab dich auch gesehen. Ich wollte jetzt extra nichts sagen, damit wir wenigstens so geheim zusammenarbeiten können. Achso, okay. Naja, nein, ja, ja. Ich hab eine Waffe. Damit du mich geheim töten kannst, genau. Nein, nein. Nee, ich hab ja gesehen, dass du auf mich gezielt hast, von daher. War mir das jetzt erstmal egal. Oh Mann, jetzt hab ich Bock, die Waffe zu haben. Ich will mal wieder. Ist wieder Gewitter hier? Nein. Ja. Hat aber irgendwie was. Es ist auf jeden Fall du. Hä? Doch, du bist hier in das Haus rein. Welches Haus ist da rein? Ja, welches denn? Ich bin da zur Brücke gegangen, wo nein, das Pförtnerhaus ist. Nein, du warst in das Haus, wirklich. Stu, du kannst mich nicht verarschen. Du bist es. Wirklich, es traut mir einfach. Er ist in das Haus reingegangen. Ja, traut mir einfach. Witzig, kann ich auch sagen. Ja, lass mich doch ausreden. Auf dem ich drauf stand, da war nämlich auch Stefan drin. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Und dann, nein, bist reingegangen, doch. Hat doch die Tür gehört. Nein. Ja, ich bin rein, aber vorbei und dann bin ich raus im Pförtnerhaus. Nee, nie im Leben. Das war so ein kurzer Abstand. Nie im Leben, mein Lieber. Ja, frag doch dann mal. Ja, witzig, aber... Ja, ja, kann ich ja dank dir nicht mehr. Ja, ist gerade doof. Ja, dann hol doch eben kurz einen Defibrillator und belebe ihn wieder, dann kann er das auch bestätigen. Ja, dafür müsste Städte sein. Nee, oder nee, Felder. Traitor, ja, bist du doch. Nee, bin ich nicht. Wirklich, ich knall dich ab. Sobald ich dich sehe, knall ich dich ab. Kröte, hör auf. Nee. Ich bin kein... Hör auf. Ich finde irgendwie gar keinen von euch. Das ist aber irgendwie sehr beruhigend. Sobald ich dich sehe, bring ich dich um. Das ist keine Kröte, nein. Das geht so nicht. Doch. Wäre aber irgendwie Verdacht, aber ich halte mich da lieber raus, weil ich weiß nicht, wer, ob entweder sie oder du das... Dalma wurde auf jeden Fall von der Silent getötet. Ja, ja, und ich hab's gehört, ja, ich hab auf dem Dach stand. Ich, ja, ja, wow. Und dann auf dem 7. Slot hast du die Silent. Ich hab ne M16. Das... Anzusagen, was für eine Waffe man hat, ist keine Ausrede. Also, Stu, wenn ich dich sehe, bring ich dich um! Weil ein Traitor kann nämlich mehrere Waffen haben, deswegen nehme ich das nie als Ausrede, das ist irrelevant. Okay. Aber ich sag das auch, wenn, wo ist er? Das, wenn du mir das vorwirfst oder so. Ich hab dich gerufen, In der letzten, also beim letzten Aufnahmesession. Ah, ich... Ah, Mann! Das ist halt, das ist halt irre. Ich auch nicht weiß, was man da antworten soll. Das ich und mein Öhrchen. Wem? Mascha, wo bist du? Ja. Ich komm grad zu dir. Ich finde hier gar niemanden, aber ich bin ganz froh drüber, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, wie ich zu dir komme. Ja, wenn du Kukuloris siehst, knall sie ab, sie ist die letzte Überlebende. Genau, ja. Ja, ich habe den Traitor umgebracht, Mascha ist Detective. Und du bleibst übrig. Ja. Zehn Punkte? Ja. Gut. Ja. Ja. Wenn ich hole ein Radar, dann wissen wir, wo sie ist. Kann ich machen. Also als Traitor hättest du ja auf jeden Fall definitiv jemanden umgebracht. Nee, ich hab ja den Traitor umgebracht.
Ja, und das habt ihr aber auch schon so gemacht, um euch zu decken. Deswegen brauche ich da keinen Meter, weil bei mir steht unten links. Ich hab die Silent aufgehoben. Hat die noch? Ah, die hat nur noch 12 Schuss. Ist sie sehr gut? Naja, mir hat er nur 10 abgezogen. Nimm lieber meine Shotgun, damit bin ich treffsicherer. Gott. Hast du das Radar? Aha. Ich komme damit aber überhaupt nicht klar. Ja, alle 10 Sekunden, ne? Wer flüstert denn hier? Das ist mega gruselig. Hallo. Hör auf damit. Ratte. Was denn? Hör auf damit, das ist... Hallo, könnt ihr mal bitte nicht ganz so creepy sein? Ihr seid tot. Mascha, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich bin zu dir aus dem Jenseits. Nein. Hört auf, weil wirklich, das ist so gruselig. Lass das. Nee, wirklich, Alter, ich bringe es gleich nochmal um. Ich Alter, das wirklich, ist creepy hier. Ja. Das ist richtig Leute. Creepy. Leute. Weißt du, was du bei mir gerade machst? Lass es. Nein, lass es. Oh, Mascha, wo bist du? Wir sollten uns lieber nicht aufteilen. Oh Gott, ey, ich hätte beinahe aus Reflex geschossen einfach, ne? Wo bist du? Hier ist sie, hier oben ist sie, hier oben ist sie. Ja, wo bist du? Oben, einfach hochgehen. Alter, ihr macht die ganze Zeit die Tür auf, ihr Säcke. Lass doch mal diese Dreckstür. Was? Ich hab keine... Hä? Ich hab keine Waffe gehabt. Wo bist du denn? Ey, Luis, dein Ernst, Alter? Alter, ich komm... Die stand gerade hinter dir. Die ganze Runde in diesem Raum. War die ganze Runde in dem Raum? Willst du mich verarschen? In dem Haus da. Komm dich aber raus. Ja, weil ich nicht aus dem Haus rausgekommen bin. Das hab ich dreimal erwähnt. Und gerade ging die Tür nochmal auf und zu und ich kam deswegen nicht rein. Weil ich sie aufgemacht habe, ja. Ja, super. Die ganze Zeit 6-mal hintereinander? Was? Nein. Ja. 2-mal. Dann hast du zugemacht. Dann habe ich nur gesehen, dass du da davor warst. Ich habe 2. Ja, aber irgendeiner von den Toten, wenn du es nicht warst, muss ja einer von den Toten die ganze Zeit die Tür auf und zugemacht haben. Geht nicht. Geht nicht. Ja, da muss ja aber irgendjemand gewesen sein. Ich war es nicht. Vielleicht war es einfach ein Bug. Aber könnt ihr mal bitte loben, wie krass ich einfach die Zusammenhänge von Stu und Daimas Tod. Alter, ja, wow, ich geh rein, Schüsse und er ist tot. Ja. Super. Ja, aber für die meisten war es einfach nur ein Verdacht, aber für mich war es einfach ein klarer Beweis. Ja, aber du hast gesehen. Ich hab's ja gerade nicht gesehen. Vor allen Dingen jetzt, ich reingelaufen bin. Du hättest einfach nur zu meinem Leichnam gehen müssen. Ja, da hättest du sein Graffiti hinterlassen, da hättest du gleich gewusst, dass du es. Aber keiner hat sich halt für das Pförtnerhaus interessiert. Ich hab's ja dreimal erwähnt. Ja, aber du hast dich ja noch so verteidigt. Oh, Scheiße. Mascha macht also ihren Deadringer an und möchte das überspielen, okay. Ja. Kann man machen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Das ist der Original-Sound von Ian Cat. Sorry. Guten Tag. Boah, wir hatten hier nicht abgespielt. Oh, ich geil. Ich war gerade, tut mir leid. Hä? Alter. War ich, ja, sorry. Wieso? Ja, oder so. Dann. Alle, geh mal weg hier. Echt? Also, boah, schäme mich. LOL! Es spielt niemand mit. Was denn? Es spielt niemand mit. Wer ist explodiert? Wer ist explodiert? Hier! Hä? Louis! Ja. Okay, dann hat irgendjemand an Louis eine Bombe getan. Ich bin gerade weggegangen. Ich habe Stu und Louis gerade. Ich sag's mal so, ich will Stu nicht verurteilen hier sowas, aber ich habe den beiden gerade den Rücken gekehrt. Auf einmal macht Stu Panik. Ich wollte gerade zur Bahn nämlich gehen und die Kegel umschmeißen. Ja, sie ist gerade in die Küche und ich wollte auch gerade reinspringen und dann platzt sie. Ja, weil du den Fernseher anmachst. Vielleicht hat sie ein Stück Kuchen. Das passiert zu viel gegessen. Halt. Nee, das passiert, wenn du den Fernseher anmachst. Kann man sich eine Bowlingkugel nehmen? Ich wollte dich gerade mit dem Magnetostick machen, auf einmal machst du so eine Panik, dass da jemand explodiert ist. Ja, tut mir leid, das ist nicht gerade alltägliche, dass man sowas sieht. Geht nicht in alle Räume rein, die machen einfach so Schaden. Ach komm, und? Alter, brennt es hier? Was ist denn das da auf der Bowlingbahn? Du bist ach, du das? Stu, ja. Warum bringst du alle um? Und wer noch? Ich. Komm, Alter. Oh, was? Oh. Nochmal, bitte. Hoppala, und? Hey. Oh! Ja, ich hab sie angestoßen. Alter! Ich hab die Bowlingkugel nochmal angeschossen, damit die ein bisschen drivet. Cheaten. Gar nicht.
Komm mich zu nah, ich hab keine Waffe. Okay. Ja. Kröte, ey. Kröte ist bei mir? Ja, ich bin doch schon. Mascha tot? Mascha? Ja, Stu ist es. Mama ist schon tot. Also, ne? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber Mascha ist tot, also es ist du, würde ich mal so mal frech behaupten. Gott, erschreck mich doch nicht. Ihr treue auch nicht über den Weg. Ja, dann lass mich doch einfach vorgehen. Warte. Ja, wäre vielleicht sinnvoller. Ich weiß nicht, ob das so eine bessere Waffe ist. Oh, hier bei deiner. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, guck mal da. Wo denn? Da! Wir hatten Louis jetzt getötet. Warst du das, du? Ja, das war nicht so. Und ich dachte, die Kröte, weil sie vorher noch mit mir im Raum war, in dem einen Raum, und sie da noch so um mich rumgeschwänzelt ist. Geschwänzelt, was ist das? Ich habe eher gedacht, dass das an Louis eine Haftbombe platziert wurde und dass jemand anderes halt ist und dann den Verdacht auf Stu oder mich lenken wollte. Deswegen habe ich Stu vertraut, was ein Fehler ist. Ja, du denkst schon immer Kröte. Ja, klar. Also ich wusste es tatsächlich nicht. Damit, ich wusste nicht, wer es von euch beiden ist. Ich habe euch beiden dann misstraut. Ich habe ja leider den Rücken zugekehrt. Ich hab's auch nicht mitbekommen, ich wollte einfach nur in die Küche. Jedes Mal bin ich die Erste. Aber in der Küche ist eine Traitor-Falle, oder wie? Oder was hast du gesagt, du? Da war so ein... Ja, genau, da konnte man einmal aktivieren und dann ist der Herd halt geplatzt. Ach so, okay. Ach so. Ich dachte, das wäre auch... Ja, ich dachte jetzt nämlich auch eher an die ID-Bombe. Ich hab mich gewundert, warum hier alles explodiert, ey. Okay, dann gehe ich nicht in die Küche. Niemand darf ich in den Du musst halt genau am Herd stehen, glaube ich. Nee, es ist nicht ganz richtig, Louis. Ich habe mich zuvor selber in die Luft gesprengt. Mit der einen Traitor-Falle. Stimmt. Mein Partner war ja weg. Ja, aber prinzipiell, ich bin jetzt jede Runde mit als erstes gestorben. Das ist voll deprimierend. Außer jetzt, wo ich Traitor war, aber selbst da war es scheiße, weil ich nicht mehr reingekommen bin. Das war übelst nie. Wie bist du da hochgekommen? Ach, da hinten ist eine Leiter. Entschuldigung, ich lasse gerade mal explodieren. Okay. Ich habe aber eine Ausrede, ich bin Dete. Oh, was ist hier denn los? Ja, jetzt spreng ich mich nicht selber in die Luft, ne? Also. Nein, wir sind auch gekommen. Hier ist eine Leiter. Ach, da hinten. Ich bloß nicht, deswegen erschieße ich. Ja, da, Mascha und Ranger. Was? Okay, Mascha und Ranger. Ja, die sind einfach bei ihr, glaube ich. Ja. Ich glaube, es bedeutet noch nichts. Okay. Alter, wer bist du? War das hier jetzt der Traitor-Tester? Der Traitor-Tester ist ganz vorne. Wo ist ein Rad? Im Raum. Ah, hier ist ein Rad. Warte, ich komm mal dahin. Wer hat jetzt wen umgebracht? Ich hab keine Ahnung. Es knallt hier alles durch. Was ist hier los? Daima hat, glaube ich, auch nur ein bisschen Störungswut. Louis, lebst du noch? Ja, Ranger ist vor mir. Ist alles am explodieren. Was ist hier los, ey? Ranger und Kröte sind hier. Ah, hier. Guck mal. Hier. Warte. Ich bin auch bei euch irgendwo. Okay, jetzt hast du mich nicht reingelassen. Das war jetzt ein bisschen... Hä? Hier hat jemand den Traitor rum aufgemacht. Wer war hier hinter dir? Nein, das war ich nicht. Ich bin gerade erst reingekommen. Ranger war noch in der Nähe. Du kannst nämlich von der anderen Seite. Oh mein Gott, ich bin im Traitor-Raum. Haha. Du kannst nämlich von der anderen Seite Traitor-Raum auch aufmachen. Oh mein Gott, nein, bin ich wirklich nicht. Hä? Wäre doch mega schön, wenn ich das hier. Dann war doch gar nicht dabei jetzt. Dann bleib ich hier drin. Was? Voll. Hier kann man einen Knopf und den Traitor-Test explodieren. Du hast uns beide gerade. Sorry. mit Ranger gewinnen wir keinen Blumentopf, du. Ach so. Ich habe auch so in die Traitor-Falle aktiviert. Stu ist wahrscheinlich gerade um die Ecke gekommen, ne? Deswegen ist das hochgegangen. Wer hat denn den Traitor-Room aufgemacht? Ich hab den aufgemacht. Ich wollte einfach nur ein bisschen Verwirrung stiften. Genau, weil ich gerade das Problem... Das Problem war halt, ich kam auch gerade an und war hinter Louis. Und hatte jetzt echt Panik, dass ich verdächtigt werde. Weil du kannst aber den Traitor-Raum von allen Seiten aufmachen, von außerhalb. Deswegen. Deswegen, das wusste ich ja. Ich bin in der Sendung beim Stefan gerade gewesen.
auch. Ich bin Detective. Ich bin auch innocent. Ach, Gott sei Dank ist Grödemann nicht Killer. Nö? Ich bin heute eh so schlecht. Hier schwebt eine Waffe, okay. Das kann man hier durch? Nein, kann man nicht. Wer schießt denn die ganze Zeit? Nee, ich hab hier Fässer explodieren lassen. Achso. Ein Magnetostick. Und bohlen wir mal eine Runde. Nach der Runde ist schon wieder die... Ja! Nach der Runde ist schon wieder die Folge. Verdammt! Was? Echt? Ja. Kacke. Die geht halt echt schnell, ne? Sind schon bei 25 Minuten. Smoke! Da platzt irgendwie alles. Ja, ist du. Du platzt gleich auf. Oh, na nett. Du hast eine Drohung, lieber Detektiv, ja? Ja, klar. Ja. Alter Kröte, bin bei Mascha. Was ist mit der Küche? Guck mal hinter dich. Die Küche haben sie wieder angezündet und die arme Olle steht da drin. Nimm doch einfach. Wer war es denn jetzt hier? Wer? Stefan? Mascha? Ha? Ich hab's gerade nur gesehen. Ich bin gerade zu. Du hast auch gerade überrascht und hast gesagt, brennt. Was machst du da? Warum hast du keine Waffe? Ich hab die Granate gerade geworfen. Ach so. Disco, Party. Party. Alter. Also kann die Küche, oh Gott, wenn die, ey, ich betrete nie diese Küche. Das ist mir zu heikel. Nein, hier brennt's auch. Das eine war ja Explosion, jetzt brennt's da drinne. Voll der Roast hier. Was hast du denn? Oh, tschüss. Alter. Ich hab so einen Unschuldigen getötet. Mascha, hast du den Diskombulator geschmissen? Nee, ich nicht. Gehabt vorher. Aber den hab ich schon geworfen, wo kein Mensch da war. Da war kein Mensch da. Ja, genau. Da war kein Mensch, außer mich? Mir. Da war wirklich keiner. Mehr. Alter, hier ist die Mascha. Mascha ist bei mir. Irgendwer hat Death Ringer, glaube ich, angemacht. Ich glaube, du hast gerade Mascha. Ja, und aber ich bin bei Mascha, sie schießt. Ah! Hab sie. Okay. Irgendwer hat wieder was aktiviert hier. Ich hab keine Ahnung. Ja, wer. Oder aktiviert, genau. Ja. Also entweder Death Ringer. Also kann es nur noch Stefan sein. Ich hab eben was gehört, aber ich. Aktuell keine Ahnung. Weil wenn Dalma jetzt bei dir war. Was bei mir? Ja, wenn Ranga jetzt bei Kröte war. Du komm mal her. Ich war nicht bei Kröte. Nee? Dann kannst du das auch sein, mein Lieber. Ach scheiße, nee, hab ich gar nicht. War aber die ganze Zeit dann hier im Raum. Dann kommst du den Trail damit, dann kriegst du Punkte. Ja. Und spiel dich hin. Was denn? Da liegt doch geh vor. Bald mal Ranga im Auge, ja. Ja, geh vor, Ranga. Nee, ich lauf nicht hinter dir. Weiß ja auch nicht, wo ihr hin wollt. Pass auf! So. Schade. Naja. Der Stefan. Falsche Waffe. Auch noch Kröte. Was? Oh Mann. Was war das? Ah, Mann. Ach, ich hab vergessen, dass ich den Bumerang noch hatte. Scheiße. So, da sind wir auch schon wieder am Ende der Runde und auch am Ende dieser Folge, würde ich mal sagen. Ja. Ja, wir bedanken uns wie immer, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer wieder aufs Neue und wünschen uns und euch noch einen schönen Morgen, Abend, Tag, wie auch immer, wann auch immer ihr schaut. Gute Nacht. Genau, gute Nacht. Bei uns ist jetzt schon 21.30 Uhr. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen weiter auf. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüssi. Frohe Weihnachten. Ich gehe mir ganz, ganz schnell was Neues zu trinken holen. Louis haut die Folge an Weihnachten raus. Nein. Frohe Ostern. Alles klar. Oh, scheiße, ich bin schon in der neuen Map. Okay, dann machen wir weiter. Oder?